Hallo und herzlich willkommen auf dem Waldrastand auf der Agritechnica 2017. Heute am Tag 2 wollen wir mal einen kleinen Rundgang über den Stand machen. Mein Name ist Thomas Lesch, ich bin in Deutschland für das Marketing zuständig. Ich bin Jens Wohlers und bin fürs Produktmanagement zuständig in Deutschland. Herr Thomas, wir stehen hier am Anfang von unserem Stand, aber hinter uns steht keine neue Maschine, eine alte Maschine ist hier hinter uns. Was hat das auf sich? Ja, da sind wir schon häufig gefragt worden, Jens. Es ist so, dass wir 2017 dieses Jahr 25 Jahre Valtra in Deutschland feiern. 25 Jahre Dein Traktor in Deutschland, das heißt die offizielle Vertriebsorganisation von Valtra. Die Valmet Traktoren GmbH wurde 1992 gegründet. Und das ist exakt der älteste Schlepper, der damals als erstes verkauft wurde. Und der ist nach wie vor noch in erster Hand und nach wie vor noch im Einsatz. Und den haben wir aufgefunden, haben mit dem Besitzer abgemacht, dass wir den gerne auf die Agritechnica stellen würden. Und hier steht er. Und ich denke, er schaut immer noch gut aus und zeigt ganz gut, was wir für eine Geschichte haben. Und auch, wie wir uns weiterentwickelt haben, wenn man die Traktoren daneben so sieht. Das ist der Hintergrund zu dieser Maschine. Genau. Ja, was gibt es sonst noch zu sehen? Wollen wir vielleicht mal rüberlaufen über den Stand? Genau, jetzt haben wir uns um den alten gekümmert. Jetzt schauen wir mal nach den neuen Maschinen. Jetzt stehen wir hier bei unserer neuen A-Serie. Er ist ja letztes Jahr bereits schon als Maschine des Jahres 2017 ausgezeichnet worden. Für uns eine ganz wichtige Maschine und komplettiert jetzt die vierte Generation unserer Valtra Traktoren Produktpalette. Aber was ist jetzt an der Maschine so besonders? Was macht die Maschine aus jetzt? Ja, wir haben die Maschine komplett neu entwickelt. Die neue A-Serie. Von 70 bis 130 PS geht diese Baureihe. Das hier ist jetzt das kleinste Modell aus der Baureihe, ein 84er. Also wenn ich klein sage, heißt das das kleine Chassis. Wir haben noch drei verschiedene Chassis-Typen insgesamt für diese A-Serie. Klein, mittel und groß. Die stehen hier natürlich auch auf der Agritechnica, die können Sie gerne beschauen. Aber hier jetzt mal den kleinen. Wir haben komplett neue Motorenbaureihen. Die erfüllen natürlich die Abgasstufe Tier 4 Final, also die nächste Emissionsstufe. Hier haben wir einen Akku-Power-Motor drin mit Dreizylindern. Das ist eben eine schön kompakte Maschine, der baut vorne ein bisschen schneller auf, also perfekt also für Frontladerarbeiten. Aber ansonsten ist auch alles neu, sag ich mal, Vorderachse, Getriebe, Hinterachse. Wir haben ein komplett neues Getriebe entwickelt für diese Maschinen. Wenn ich über Abgastechnologie spreche, heißt das natürlich auch, wir haben AdBlue mit an Bord. Das ist die Maschine hier, man sieht es hier am blauen Tank, hier vorne. Der AdBlue-Tank sitzt hier auf der Seite, aber das ganze Abgasbehandlungssystem sitzt hier hinter in einer kompakten Einheit. Das ist wichtig für Frontladermaschinen, dass wir wirklich eine gute Übersicht haben und der Auspuff nicht zu groß wird. Jetzt haben wir viel über das Äußere gesprochen, wir sitzen ja aber auch meiste Zeit als Fahrer in der Kabine. Was hat sie denn an der Kabine getan? Ja, gut, dass du fragst, Thomas. Die Kabine ist eine der größten Kabinen auf dem Markt in dieser PS-Klasse. Man hat hier eine super Übersicht. Wir haben hier zum Frontladern optimal ein Freisichtdach nach oben. Sehe ich also ideal in jeder Arbeitsposition den Frontlader. Wir können die Maschinen ausstatten auf der Frontlader mit der Frontladersteuerung, mechanische Steuergeräte, so wie wir es jetzt hier sehen. Aber wir haben natürlich auch für mehr komfortbewusste Kunden elektrische Steuergeräte. Aber wir haben eine riesen Kabine letztendlich, dass wir auch immer einen schönen Beifahrer sitzen und einen Beifahrer mitnehmen können. Natürlich haben wir auch nach wie vor unseren Drehsitz verbaut, dass auch da im Forst keine Abstriche gemacht werden müssen. Ja, eine sehr schöne Maschine. Dann hätte ich gesagt, schauen wir weiter zu den nächstgrößeren Modellen. Jawohl. Ja, Jens, jetzt stehen wir hier bei der N4-Serie. Die haben wir ja 2016 bereits vorgestellt. Jetzt hat es trotzdem noch mal einige Überarbeitungen gegeben. Was kannst du uns hierzu erzählen? Ja, ganz wichtige Überarbeitungen gab es hier für uns. Einmal haben wir die Leistung hochgesetzt. Vorher war er mit 185 PS der stärkste Vierzylinder. Und jetzt sind wir bei 201 PS gelandet, somit wieder der stärkste Vierzylinder. Das ist interessant, weil wir haben jetzt hier eine Maschine auch, und das ist die nächste Neuerung, die es hier gibt. Wir haben eine höhere Geschwindigkeit. Wir können jetzt 57 km/h fahren, und das ist eben auch für die Kunden, die viel im Transport- und im Logistikbereich sind, sehr interessant. Und die wichtigste Sache kommt zum Schluss, die neue Armlehne, die neue Smart-Touch-Armlehne. Die haben wir hier ab 135 PS, können wir die anbieten. Zieht sich eben hier durch bei der N-Serie. Smart-Touch-Armlehne haben wir jetzt auch schon viel von gehört. Die haben wir ja auch in den weiteren Baureihen, wie zum Beispiel der T-Serie, die jetzt hier direkt gegenüber steht.
Die T-Serie hat hier auch so ein paar Aufkleber drauf, die wir gestern angebracht haben. Wir sind mit der T-Serie Tractor of the Year 2018 Winner geworden. Wir haben also den Hauptpreis aus diesem Wettbewerb gewonnen und dazu auch noch den Best Design Preis. Was macht denn diesen Schlepper zum Tractor of the Year? Wieso haben Sie die Journalisten für diesen Schlepper entschieden? Ja, das ist eine große Ehre, die wir hier mit diesem Schlepper haben, mit diesen vielen Preisen. Tractor of the Year für Design ergibt sich ganz von selbst. Die schöne finnische Fahne untermauert das Ganze nochmal im weißen Look hier noch einmal präsentiert. Funktionales Design ist bei Valtra auch immer ein Stichwort. Also das heißt, wir haben eine große Kabine, weite Glasflächen, wir haben einen breiten Kabinenbereich, dass wir immer beispielsweise einen Drehsitz haben. Wir haben eine abfallende Motorhaube, dass wir eine gute Übersicht haben. Das sind alles kleine Details, die zum guten Design dazu beitragen. Aber auch die Leistungssteigerung ist nochmal ein Ausgabspunkt dafür, dass wir gewonnen haben. Also wir haben jetzt hier maximal mit der T-Serie 271 PS bei Versu Active von Hightech. Der Direct, der ist auch gewachsen und ist jetzt mit 250 PS verfügbar. Aber natürlich haben wir hier auch die neue Armlehne drauf, die neue Smart-Touch-Armlehne. Für alle Versu und für alle Direct-Modelle ist die verfügbar. Ja, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns doch die neue Armlehne einfach mal an, oder? So, jetzt sind wir hier bei der Smart-Touch-Armlehne. Wir sehen hier komplett neue Armlehne, sieht auf den ersten Blick schon mal sehr gut aus. Was sind jetzt die Besonderheiten von dieser neuen Armlehne? Was macht hier das Revolutionäre aus? Herr Thomas, wir haben hier einen neuen Fahrhebel mit vielen Funktionen. Wir haben hier oben drauf Memory-Tasten. Die sind ganz wichtig. Natürlich sind viele Funktionen drauf, aber Memory-Tasten, wir können also alle Funktionen, die wesentlich zum Schlepper dazu gehören, hier rauflegen. Sprich, wir haben einmal, wollen wir Autoguide Steuerung machen, also Parallelfahrersystem nutzen. Dann brauchen wir hier einen Taster, der zentral liegt. Beim nächsten Mal sind wir vielleicht bei Transportarbeiten, da stört uns das Autoguide-System, wenn es hier vorne liegt. Dann nutzen wir es vielleicht für Tempomaten oder für andere Getriebefunktionen. Und so können wir für jede Arbeit genau das einstellen, was wir brauchen. Und haben eben diese Memory-Button zur Verfügung. Ansonsten haben wir noch daneben, ist noch ein Hydraulik-Joystick. Der hat klassisch seine zwei Achsen für zwei Steuergeräte, aber der Clou ist dabei, dass er, wie du eben gemacht hast, auch noch einen dritten Joystick, einen Mini-Joystick oben drauf hat. Und das macht es zu dem besten Frontladerschlepper, weil wir können alle Funktionen am Frontlader alle parallel steuern. Sprich, ein Beispiel wäre Greifschaufel auf, zu, heben und kippen. Alles gleichzeitig, sodass die Arbeit noch produktiver wird. Also auch wieder komplett durchdacht, das Ganze von vorne bis hinten. Komplett durchdacht. Das Ganze ist neu entwickelt worden, es hat viele Jahre gedauert. Wir haben 6 Jahre daran gearbeitet und wir sind wirklich stolz, das hier jetzt präsentieren zu können. Aber das ist nicht alles, Thomas. Es ist natürlich auch noch ein neuer Monitor dabei. Mhm. Und was findest du dich zurecht auf den ersten Blick? Ich sehe hier den Schlepper. Ich sehe die Symbole sagen mir auf den ersten Blick schon relativ viel, muss ich sagen. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Probier einfach mal aus. Ja, du siehst, es ist ein Touchscreen und wo du jetzt bist, das ist die Motorseite. Und du kannst einfach durch Wischbewegungen Werte verändern. Du kannst es nochmal ein bisschen genauer justieren. Aber es fällt auf, man braucht nicht lange bestätigen. Einmal und dann ist alles okay. Und jetzt kannst du wieder aufs Häuschen drücken hier. Und dann siehst du wieder die Einstellseite. Hier wieder beim Schlepper. Vielleicht ist da hinten noch mehr. Wir sehen ja jetzt nur die Vorderseite. Ja, genau, einfach drehen, wie beim Smartphone. Der ganze Schlepper dreht sich. Ich tippe einfach rauf und dann sehe ich die verschiedenen Funktionen. Und da siehst du dann auch Hydraulik, Zapfwelle, Heckkupfwerk. Natürlich ist auch eine Kamera dabei, wenn man möchte, Isobus und auch Guidance, Spurführungssysteme. Also das ist jetzt alles hier drin. Alles voll integriert. Alles voll integriert in einem Terminal. Ja, das ist die neue Armlehne. Wir haben nicht viele Menüebenen. Es ist relativ schlicht gehalten, dass sich jeder wirklich intuitiv zurechtfindet. Wunderbar, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns doch unsere Technologie-Ecke nochmal an, was wir da alles zu bieten haben. Da gehen wir mal rüber, Thomas. Jetzt sind wir hier in unserer Technologiekabine, auch mit der Smart-Touch-Armlehne. Was heißt denn Technologieintegration für Valtra bei uns? Kannst du uns da ein paar Sachen dazu sagen? Ja, wir haben Isobus jetzt in den Armlehnen, hiermit integriert in dem Terminal.
Es ist einfach ein Icon hier auf der Benutzeroberfläche. Ich tippe einmal rauf und wir haben jetzt hier eine Demo-Version. Wir haben jetzt mal eine Rübenbrille, sehen wir hier, aber mit der normalen Isobus-Oberfläche. Da ist noch ein bisschen mehr drin. Wir drehen den Schlepper einmal, denn oben auf dem Dach sitzt die AutoGuide-Antenne. AutoGuide ist wichtig. AutoGuide, Spurführungssysteme von Waltrap. Das bedeutet, wir haben Novatel und Trimble-Empfänger zur Verfügung. Bei den Modellen Active und Hightech haben wir auch noch Topcon zur Verfügung. Und die können alle genutzt werden mit verschiedenen Genauigkeitsstufen. AutoGuide, da hört es aber auch noch nicht auf. Es geht dann noch weiter. TaskDock, variable Ausbringmengensteuerung, Section Control. Also alles, was der Landwirt benötigt, in voller Ausstattung können wir liefern und alles integriert in dieser neuen Armlehne. Hört sich top an. Jetzt haben wir hier an der Frontscheibe noch was. Was kannst du uns dazu sagen? Herr Thomas, komische Frontscheibe, oder? Die blinkt. Eine Scheibe, ein durchsichtiges Display. Ist ja wie im Auto eigentlich, so ein Head-Up-Display. Ein Head-Up-Display, genau. Waltra ist der Erste, der ein Head-Up-Display auf den Markt bringt. Und man sieht's, wir können hier verschiedene Dinge anzeigen lassen und ich starte mal einen Durchlauf. Wir sehen hier zum Beispiel Frontladerfunktion, den Auskippwinkel der Schaufel oder den Kippwinkel der Schaufel und die Hubhöhe der Frontladerschwinge. Und das für solche Anwendungen ist das sehr interessant. Das alles im Sichtbereich des Fahrers? Genau, im Sichtbereich des Fahrers. Und daneben gibt es dann auch natürlich Frontlader, ist eine wichtige Anwendung dafür, aber auch der Transportbereich. Man sieht hier, sind auch Transportgeschwindigkeiten, können wir anzeigen. Okay, da hinten überholt uns ein Fahrzeug. Wir müssen aufpassen. Und dann klingelt auch noch das Telefon. Also wir haben alle wichtigen Informationen für den Fahrer bereit. Und das wird direkt in der Sichtlinie des Fahrers platziert. So dass wir eben einen Gewinn an Sicherheit haben und an Qualität, an Komfort für gewisse Anwendungen, beispielsweise wie für einen Frontlader. Also eigentlich eine ganz simple Sache, die uns aber enorm viel bringt. Genau, eine ganz simple Sache und wir können es in jede Maschine integrieren. Ja, so viel zu unserem kleinen Rundgang über unseren Stand. Wir haben schon einige Highlights heute hier gesehen. Sicher noch nicht alles. Wir freuen uns auf euren Besuch bei uns in Halle 20 auf der Agritechnica 2017 in Hannover. Und in unserem nächsten Video erfahrt ihr noch ein bisschen mehr über die weiteren Schlepper, die wir stehen haben, unter anderem über den hier etwas nicht ganz so normal dastehenden Schlepper zu unserer Linken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Valtra, your working machine.